ja unwahrscheinlich viele Emotionen hier im Stadion Grünfeld. Einerseits der FC Rapperswil-Jona gewinnt in einem absoluten Knüllerspiel mit 4:3. Andere Emotionen haben vor allem die zwei Herren neben mir, der Diego und der Simon. Jetzt weiss ich gar nicht, wenn wir mit dem Match, wenn wir mit den Emotionen, die jetzt sind, fangen wir mit denen an. Diego, es war das letzte Spiel. Du hast unwahrscheinlich einen Rückhalt von der Tribüne aus gehabt. Wie geht es dir jetzt? Ja, ehrlich gesagt, ich weiss es gar nicht. Keine Ahnung, es waren so viele Eindrücke. Es ist vor dem Spiel sind es Eindrücke gewesen, die Tribüne zu sehen, Familie zu sehen, Freunde zu sehen, wo alle da hergekommen sind wegen mir. Dann so ein Spiel, 90 Minuten, wirklich ist ein Fight gewesen, ist ein Krampf gewesen. Und jetzt auch am Schluss alle, die kommen und gratulieren und danken. Und ja, es ist schwer zu einzuordnen, wie mein Gefühl ist, wie meine Gefühle sind. Simon, du bist umgezogen, aber ich glaube auch bei dir müssen ja die Emotionen auch irgendwo überschwappen. Sehe ich das richtig? Ja, auf jeden Fall. Ja. Also, das Spiel war wirklich hochemotional gewesen, eben auch gerade mit dem knappen Resultat, dem Hin und Her und so weiter. Und auch mit den vielen Angehörigen, Familie und so weiter, die noch am Spiel dabei waren. Auf jeden Fall, ja. Aber vor allem freue ich mich wirklich einfach auch für ihn, eben, dass es wirklich das halbe Stadion für den Diego da war oder nach seiner langen Karriere da. Das freut mich eigentlich fast am meisten, oder? Dass er den gebührenden Abschluss, den er auch extrem verdient, bekommen hat. Ja, und der Fußballgott hat es ja gut gemeint mit dir, Diego, oder? Das kann man schon sagen. So ein Knüllerspiel, ich habe es vorhin gesagt. Kannst du es noch mal für uns so ein bisschen zusammenfassen, wie das abgelaufen ist? Die erste Halbzeit war ja eigentlich sehr ein guter Match gewesen. FCR hat schon 2:0 in Führung und dann hat es komplett gedreht. Ja, ich glaube, reinkommen ins Spiel sind wir gar nicht gut. Die Räume haben nicht gepasst, wir haben nicht richtig zugemacht, wir haben nicht gut geschoben. Sie haben natürlich gewusst, wie sie spielen. Sie haben genau das ausgenutzt, unsere Schwächen. Sie haben zwischen der Linie gespielt, sie haben mit langen Bällen gespielt. Und ich habe das Gefühl, wir sind nicht wirklich ins Spiel reingekommen. Haben es schwer gehabt, sind auch nicht wirklich zu Chancen gekommen. Und nachher haben wir zwei gute Momente in der ersten Halbzeit und die bringen uns dann das 2:0. Ja. Mit dem gehen wir in Pause. Was man würde meinen, ist ein guter Vorsprung. Genau, und nachher kommen wir raus und wir kommen, ich weiß gar nicht, was ist es, innerhalb von 10 Minuten, Viertelstunde, 3 Goal über. Ja, zum einen durch meine Fehler, durch meine bekannten halbhöhe Abstöße in der Mitte, die beim Gegner langen. Ja, es ist tragisch, so wollte ich es nicht, aber ich kann es jetzt nur mal nicht ändern. Und am Schluss gewinnen wir noch und holen die wichtigen 3 Punkte, dass wir noch in der Saison bleiben können. Beide werden wir nicht mehr sehen hier auf dem Rasen im schönen grünen Feld. Das tut unwahrscheinlich weh. Ich habe es am Anfang mal gesagt in der Rede, wir werden euch unwahrscheinlich vermissen. Es ist jetzt auch noch nicht vorstellbar, wie das wird sein, wenn ihr nicht mehr da seid. Neben der Gratulation für den Sieg heute möchte ich einfach ganz herzlich danken im Namen des ganzen FC Rapperswil-Jona. Viel Erfolg für die Zukunft, wohin dass dich das auch führen wird. Simon und ich bin sicher, Diego, wir werden dich in jedem Match oder fast jedem Match da sehen. Du kannst sehr wahrscheinlich gar nicht ohne, oder sehe ich das falsch? Ja, und du, mal schauen, was der Sommer bringt. Mal schauen, was der Sommer bringt. Danke vielmals euch, alles Gute nochmal und vielen Dank. Danke euch. Danke.